Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Legend of Zelda Twilight Princess Teil 26. Wir machen jetzt in diesem Teil Sachen, ich glaube, zum Beispiel nach Süden gehen. Yep. Ah ja. Achso, das ist ja dieses Geschicklichkeitsspiel in dem einen Zelt. Das könnte ich mir später auch nochmal anschauen. Dieser Teil wird tatsächlich kurz, weil, ja, zeittechnische Gründe. Dafür wird... schon mal rausgefunden. Genau. Dafür gibt es dann diese Woche gleich zwei Zusatzvideos auf meinem Kanal. Die hatte ich überhaupt mal aufgenommen für den Fall, dass ich mal keine Videos mache. Aber ich denke mir, ach, ich tue die gleich hochladen, dann hat man die gleich weg. So. Ja, das ist so ein bisschen ungünstig gelöst, aber diese Woche ist bei mir zeitlich tatsächlich sehr blöd. Ach ja, genau. Das habe ich nämlich gewusst, dass ich hier den Doppelhack benutzen kann. Ein orangener Rubin, der bringt mir aber jetzt nicht viel. Hast du etwas für dich zusammen gegeben, oder? Ich merke solche Dinge, du musst du wissen. Aber kennst du eigentlich den jungen Grun aus Hirostadt, wo die Brücke am östlichen Tor angeblich repariert ist, kommt einfach nicht weiter. Kannst du dir die Sache nicht mal ansehen? Ach so, ja gut. Ah, ich glaube, das ist zu, weil... Ach, ja. Dann mache ich seine Spiele schnell. Ich schau mir das mal an. Die Star Challenge, schauen wir doch mal, der Star Dom. Ah, mein junger Freund. Du willst doch sicher die Herausforderung annehmen, oder? Kostet dich nur 10 Rubine, ja klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles hierher. Alles klar, dann los. Yeah!
ums Verrecken. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund. Und gar nicht so einfach, ein Star zu werden, oder? Mach nicht so ein Gesicht. Wenn du nochmal probieren willst, bist du mit 10 Rubinen dabei. Da probiere ich nochmal. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch hier, bitte. Ach, da kriegt man die großen Köcher. Ja, toll. Ich hab gedacht, da kriegt man ein Herz. Jetzt den großen Köcher. Bei ihm kannst du bis zu 60 Pfeile aufbewahren. Also gut. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Darin wirst du dir die Zähne ausbeißen. Ah ja. Also, Entschuldigung. Genau. Also, ja. Ich wollte nur sagen, das ganze Design ist ja ganz lustig so. Ja. So, jetzt habe ich 60 Pfeile. Ja gut, das ist, ja, das Spiel ist sehr fair, was Pfeile und sonstiges Zeug angeht, deswegen. Wahnsinn, da ist er ja. Spitze hat mit uns gesprochen. Toll, wir haben Groupies. Ich muss sagen, das Stadtdesign gefällt mir. Es ist wirklich sehr, ja, lebendig. Ja, was ja für eine große Stadt Sinn macht. Läuft gerade gegen die Wand. Oh, ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach. Da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, um zu Kräften zu kommen, ist Quellwasser. Wenn ich mich damit übergieße, geht es mir wieder gut. Ah, Quellwasser. Ich glaube, das gibt es bei... Gibt es nicht bei den... Ach nee, warte mal. Ich glaube, das ist ja... Ich glaube, er meint aus der heißen Quelle vielleicht. Oder meint der Quellwasser im Sinn von... Hmm.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wie wär's mit einem Andenken an die Therme? Milch? Ach, eine ganze Flasche. Okay. Wenn du wieder in die Therme kommst, schau gerne nochmal bei mir vorbei. Ah ja, warte, ich glaube, ich schau mir hier die Flasche an. Du füllst Quellwasser in die Flasche. Trinke es, solange es warm ist, um all dein Herzen wieder aufzufüllen. Leg es auf die Aktionstasten und ja. Lass mich raten, das muss ich am Stück hinbringen. Und es geht nicht mit Warpen. Ja, ich laufe es wohl viel schneller. Also eine Sache, die sie hätten machen können, die nicht aufwendig ist, ist quasi tatsächlich Schlafen einfügen, also eine Schlafmöglichkeit im Spiel. Nicht mehr. Ach, wenn ich mich doch mit heißem Quellwasser übergießen könnte. Achso, ist es dann nicht mehr heiß. Wie ich es mir fast gedacht habe, das ist so ähnliche Sachen gibt es ja auch bei anderen Zelda-Spielen. Mit dem
Bring zu Fuß diesen Gegenstand dorthin und mach das und das. Ja, das ist dann natürlich blöd zum Menschen werden. Ich frage mich gerade, wie man die Dinger da wegkriegt, die Steine. Ich würde mir das mal anschauen, aber da gibt es nichts, okay, das sah bloß optisch blöd aus. Ha!
Ich glaube, das muss ich mal nachschauen. Ich glaube, da muss ich irgendwas machen, dass es heiß bleibt. Ja gut, das mache ich dann das nächste Mal. Aber ich kann schon mal mein Geld loswerden. Huhaha. Ich brauche noch 1500 Rubine, okay. Na gut, aus zeitlichen Gründen bin ich hier leider den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann ja, machen wir noch ein bisschen ein paar Sachen, bevor wir uns dann in den letzten Dungeon machen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich machen möchte, bevor ich das Spiel abschließe. Unter anderem möchte ich mir vielleicht eine Rüstung holen, die eigentlich total sinnfrei ist, aber irgendwie lustig. Also, bis dann.